Servus und willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy. Ich hatte ja, letztes Mal wohl eine Warp Zone verpasst. Ich weiß jetzt, wo sie ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgeschaut. Und zwar ist sie hier in der ersten Welt, im Wald, in Level 19 in der Lichtwelt. Und da werden wir auch direkt mal reingehen und versuchen, die zu schnappen. Da sind dann eventuell, also in der Warp Zone sind dann eventuell auch die restlichen drei Verbände. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie dort sind. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Einmal Meat Boy natürlich. Weiß jetzt allerdings nicht, ob ich das direkt auf Anhieb schaffe, weil ich habe echt schon wieder einige Tage nicht gezockt. Okay, das war blöd. Einmal so. Ja, das klappt. Okay, wir müssen da rechts oben. Das habt ihr jetzt vielleicht gesehen. Da ist noch eine Warp Zone. Na, das ist ein bisschen blöd. Ich darf hier auf jeden Fall nicht zögern. Ich muss hier wirklich straight, zack, drüber. Okay, das klappt nicht. Okay. Übrigens, das haben auch schon einige gesagt. Ich glaube, das mit dem 100% Run wird etwas schwer. Einfach, weil mir da ein bisschen der Skill fehlt. Na. Müssen wir mal gucken, wie lange wir überhaupt für dieses Let's Play brauchen werden. Also, das ist schon echt krass. Ja, wir haben sie tatsächlich bekommen. Alles klar. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Team Meats. Super Meat Boy, was steht da? Auntie's Pixeland, keine Ahnung. Level 1. Ui, was ist das denn? Ah ja, das ging ja einigermaßen easy. Dafür werden wahrscheinlich die nächsten zwei Level hart. Oh, ich muss mich beeilen. Gut, das können wir jetzt schon vergessen. Ihr seht ja schon, da unten baut sich was ab. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Vor allem nicht mit der Bandage. Nee. Ich muss ein bisschen schneller vorangehen, dann geht das, glaube ich, tatsächlich. So, alles klar, das sollte klappen. Das Problem ist tatsächlich da oben, links oben, das erste Loch treffen. Nein! Das könnte eng werden, Freunde. Wow, es hat sogar geklappt. Wahnsinn, sehr schön. Eieiei. Nee. Okay. Ich muss mir das jetzt erstmal anschauen. Unten ist nur... Okay, alles klar. In der unteren Reihe ist nur das, was da quasi... Okay. Wow, wir haben es tatsächlich geschafft. Aber ich habe die Bandage in der Mitte, glaube ich, vergessen. Da war eine Bandage, glaube ich. Haben wir nicht zwei Bandagen aufgehoben? Wir gehen da jetzt nochmal rein. Wir gehen da jetzt eiskalt nochmal rein. Ich habe da, glaube ich, noch eine Bandage gesehen. Hier ist keine, okay. So, easy going, alles klar. Hier in Level 2 war eine Bandage, auf jeden Fall. Die haben wir ja auch vorhin schon bekommen. Das ist ja kein Problem soweit. So, einmal hier so schnell rüber. Ah, okay. Da wir die Bandage eingesammelt haben, erscheint sie auch nicht mehr. Gut, das ist sehr schön. Brauchen wir uns da nicht so krass beeilen. Alles klar. So, jetzt ganz oben war eine Bandage, glaube ich. Genau, in der Mitte ist eine Bandage. So, mal gucken. Alles klar, dann fehlt uns noch eine einzige Bandage. Wo zum Geier war die? Ich habe absolut keine Ahnung. Ansonsten würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass wir mit der nächsten Welt weitermachen. Ein Verband fehlt uns. Na gut, ich würde sagen, da gucke ich mich offscreen nochmal um. Oder wenn ihr das gesehen habt, wo das sein soll, dann könnt ihr mir das bitte zukommen lassen. Das hatten wir ja schon gesehen und wo waren wir stehen geblieben hier? Müssen wir mal gucken. Ah ja, Welt 6, alles klar. Dann mal rein da. So, alles klar. Da kommen wir rüber, da kommen wir hin. Gibt es hier irgendwo eine Bandage? Jetzt müssen wir mal gucken. Nee, da ist keine Bandage, okay. So, alles klar, da können wir rüber und... Alles klar, hier ist... Okay, alles klar. Gut. Ich hab's raus, kein Problem. Hoppala, alles klar.
Alles klar, Freunde. Das geht so am einfachsten, glaube ich. Genau, dann einmal hier hin. Hoppala, okay. Das habe ich jetzt gerade übersehen. Wobei mich gerade auch wieder mein Controller ein bisschen verarscht, aber... Ich will ja jetzt nicht die Schuld rumschieben. Also unten gibt es auch noch einen Ventilator, der uns nach oben schubst. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da... Tatsächlich, Abfluss, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Jetzt gucken wir mal. Ah, hier sind so lustige Fliegeviecher, so wie es ausschaut. Na, okay. Da können wir... Hoppala. Das war jetzt nicht so klug von mir. Okay, das klappt soweit. Alles klar, dann können wir hier so hin, dann können wir hier so hin, dann können wir hier so hin. Hier so hin. Und da oben ist sogar Bandage Girl direkt. Sehr schön. Eieieiei, das war ein Fail. Ne, da gehe ich dann auf jeden Fall wieder rechts lang. Das ist ein bisschen einfacher. So, sehr schön. Einmal hier. Na, jetzt bin ich da echt hängen geblieben. Ja, aber sobald wir einen Fehler machen, einfach neu starten, weil wir möchten ja sowieso A+ schaffen. Von dem her muss das alles einigermaßen perfekt laufen. Okay, A+. Habe ich hier irgendwo eine Bandage übersehen? Zum Beispiel auf der linken Seite. Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, da sehe ich jetzt erstmal nichts. Nee, links ist auch erstmal... Nee, da ist keine Bandage. Alles klar, dann können wir ins nächste Level. Oh, das ist dunkel. Das ist dunkel. Ich habe aber noch einigermaßen... Okay, das war blöd. Dann versuchen wir das mal, indem wir einfach auf der Plattform landen. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. So, mal gucken. Da hätte ich vielleicht einen Ticken schneller sein sollen. Okay. Das ist kein Problem. Ich sehe diese Welten teilweise echt zum ersten Mal. Das ist wirklich krass. Also muss ich ehrlich sagen. Für jemanden, der kaum Meat Boy gespielt hat. Also ich habe ja, wie ich schon erwähnt habe, mal kurz die erste Welt angezockt vor einer Weile, als ich mir das gekauft habe. Aber das war dann echt schon... zu knackig für mich. Da muss ich eine Viertelsekunde schneller sein. Das wird sonst nichts. Okay, gibt auf jeden Fall ein A+. Ich hoffe, dass ich keine Bandage übersehen habe. Jetzt gucken wir mal. Aber ich glaube, die wäre schon ins Auge gestochen, weil das ist ziemlich kontrastreich, die Map. Okay, einmal da runter. Da sehe ich jetzt nichts. Alles klar. Oh, da oben ist eine Warp-Zone. Alles klar, dann holen wir uns die natürlich noch ganz fix. Muss ich nur mal gucken, von welcher Seite wir da reinkommen. Das muss schneller gehen, Freunde. Das geht auf jeden Fall schneller. Ich muss irgendwie an die linke Seite von dem Ding kommen. Genau, so geht das. Und dann komme ich hier auch deutlich schneller hoch. Sehr schön, alles klar. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. Yum, 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 yum. Ist das Batgirl? Was ein Fetisch. Huch? Hilfe, 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 Hilfe! Oh! Bandage Girl hat Stiefel an. Sexy Lederstiefel. Ja, da geht Jill natürlich vollkommen ab, alles klar. Arme Bandage. Oh, fuck. Okay, was kann die Jill? Die kann. Okay, ich hab raus, was sie kann. Sie kann so ein bisschen schweben, scheinbar. Immer wenn ich die Dingstaste drücke, dann schwebt sie so ein Ticken, alles klar. Das war blöd. Alles klar, das hier rechts ist schon mal einigermaßen easy. Okay, das geht auch, das geht auch. Das ist easy, alles klar. An Jill gewöhnt man sich auf jeden Fall. Okay. Vor allem haben wir scheinbar unendlich Leben. Das ist schon mal Gold wert, auf jeden Fall. Ich habe da doch nichts berührt. Hallo? Seriously? Na, wenn ich da runterkomme, dann... meinen die das ernst hier? Das kann doch nicht sein. Genau, so ein bisschen schweben kann die Lady.
Sag mal, bin ich hier ein bisschen blöd? Ja, okay, so scheint es einigermaßen zu klappen. Hey, 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 hey. Das gibt's doch nicht. Okay. Nein! Fuck it. Okay, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen raus. Nee. Nee, 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 nee. Okay. Alles klar. Okay. Nein! Warum schwebt sie denn nicht? Ich habe doch die Sprungtaste öfter gedrückt. Da ist sie doch immer geschwebt vorhin. So, jetzt bin ich gerade wieder kurz raus. Kleinen Moment. So. Das gibt's doch nicht. Okay, davor muss ich auf jeden Fall stehen bleiben, weil das, glaube ich, ein Ticken zu hoch ist. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, das ist sicher sehr spannend zuzuschauen. Wahnsinn. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das schaut einigermaßen easy aus. Na, das ist machbar. Das ist machbar. Nein! Im letzten Millimeter. Eieieiei. Nee, aber okay. Die Map ist... Also mit Jill scheint das doch ganz easy zu gehen. Also die ist da hier schon die richtige für die Map. Ja, wir gehen jetzt hier einfach links lang. Sehr schön. Tut mir leid, Meatboy, Banish Girl ist in einer anderen Warp Zone. Alles klar, wir haben Jill freigeschaltet. Gut, da haben wir A+, dann können wir im Prinzip weiter. Natürlich mit Meatboy. So, alles klar. Na, das muss schneller gehen. So, und... Na, das war, glaube ich... Ah, da, tatsächlich, hat sogar noch geklappt, alles klar. Irgendwo eine Bandage? Nö. Wow, da links ist eine Bandage. Wie soll man das denn schaffen? Nee. Nee, 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 nee. Wir holen jetzt erstmal... Das schaffen wir anders. Okay. Nee, ich muss mehr mit den Propellerteilen hier arbeiten. Das ist dann, glaube ich, deutlich einfacher. Genau, hier einmal hin. Wie hole ich die Bandage dort? Nee, 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 nee. Wir fallen da viel zu schnell rein. Versuch jetzt einfach das... Das gibt's doch nicht. Warum ist denn der da genau an der Stelle so... Können wir vielleicht da links so stehen bleiben? Bei diesem kleinen Vorsprung. So ein Mini-Vorsprung an der Seite. Nee. Ich probiere das jetzt... Nee, aber es war besser als vorhin auf jeden Fall. Ich meine hier unten, genau da, wo wir gerade an der Ecke waren. Weil anders klappt das, glaube ich, nicht. Ich mache das jetzt nochmal genau. Dann einmal hier hoch, einmal Schlüssel holen. Einmal hier so hin und einmal hier beim Hochfliegen vielleicht. Nee, das hätten wir aber gerade schaffen können, alles klar. So. Also A+ packe ich jetzt erstmal, damit wir hier auf jeden Fall unsere Bandage bekommen. Nee, 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 ich muss da deutlich sachter vorangehen. So, einmal hochschleudern lassen, sehr schön. Einmal runterschleudern und einmal hoch. Ich muss mir das von unten schnappen, während uns der Ventilator hier nach oben pustet. Ansonsten wird das nichts. Nee, 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 nee. Ich versuche jetzt erstmal die Bandage zu holen, weil der Rest ist ja easy. Nee, ich muss mich noch einen Ticken weiter hochschleudern lassen. Okay, und einmal...
Das hätte sogar klappen können. Na! Aber es geht. Also wir waren gerade nah dran. Okay. Ein bisschen höher schleudern lassen, auf jeden Fall. Na, jetzt war ich wieder fast dran. Das gibt's doch nicht. Nee, 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 nee. Das klappt nur... Nee, das ist mir jetzt egal. Das will ich jetzt schaffen. So, sehr schön. Dann einmal nach rechts, einmal hoch, einmal hierhin, einmal runter, einmal dahin, einmal dahin. So, alles klar. Und jetzt nochmal mit A+. Das ist ja easy going. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Pam, einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. So, sehr schön, alles klar. Ah, die Bandage war knackig, auf jeden Fall. Das muss man der Bandage schon lassen. Wow, wow, wow. Okay, das war easy. Das war easy. Gibt's irgendwo eine Bandage? Nö. Also irgendwie ist das Spiel buggy. Die, ja, hier im Replay verschwindet das Teil nicht. Komisch. So, mal kicken. Uiuiui. Okay. Haben wir irgendeine Bandage übersehen? Nee, oder? Nee, also in den Wiederholungen stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ob das an der Aufnahme liegt oder... Müsste ich mal ausprobieren. Müsste ich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Hui, das sind ja lustige Viecher. Alles klar, dann kommen wir hier einmal drüber, einmal hier so hin und einmal... Oh, da ist ein Schlüssel. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Für die Bandage da unten. Alles klar, das ist ja easy going. So, einmal hier hin. Da wir jetzt eh schon A+ haben, brauchen wir uns da absolut nicht beeilen. So, schnell hier rüber, dann einmal... Ah, das war ein blöder Fail, das hätte ich mir sparen können. Aber das kriegen wir mit links hin, das ist ja kein Problem. Chillen wir jetzt einfach, wir haben ja schon A+. So, sehr schön. Dann kommen wir einmal hier so drüber. Nee, 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 das war gar kein Fail, alles klar. So, wir haben die Bandage und dann wieder mal zurück zu Bandage Girl. Okay, einmal hier rüber. Einmal hier, einmal hier, einmal rüber und pam, alles klar. Wow, sogar immer noch A+. Was geht da denn ab? Hä, 10 Sekunden? Also irgendwie ist das Spiel kaputt, glaube ich. Wir haben ungefähr 50 Sekunden gebraucht. Na gut, soll mich nicht stören. So, mal gucken. So, und einmal hier so und einmal hier so und pam. Gut, dann einmal hier so und... Na, das war ein Fail, alles klar. Wir müssen uns auf jeden Fall von dem Luftstrom hier hochschleudern lassen. Das geht ja easy. Na, 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 na. Das habe ich auch vorhin besser hinbekommen. Uiuiui, jetzt hätten wir den fast berührt. So, sehr schön. Und runter zu Bandage Girl. Yeah, Great A+, sehr schön. Ab ins nächste Level. Okay, was ist denn das hier für ein Schmarrn? Wo müssen wir denn hin? Müssen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen hoch, oder? Das würde ich jetzt zumindest als, na, jetzt sind da diese Viecher. Nee, A+ wird das auf jeden Fall nicht mehr. Wie sollen wir denn da hochkommen? So, jetzt schnell an denen vorbei. So. Oh, da oben ist eine Warp Zone. Yes, Baby. Sehr schön. Mal gucken. Super Meat Boy, okay. Zombie Meat Boy, oder was? Da vorne ist auch... Oh. Okay. Dann müssen wir hier schnell hoch. Ich glaube, wir müssen da... Genau.
Okay, dann ist hier einmal... Wow, 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 wow. Okay. Puh, also zeitlich wird das... Na, wobei, es gibt ja gar keine... Gar kein, jetzt habe ich vergessen zu reden. Kein Zeitlimit. Okay, von unten kommt jetzt noch einer. Ich weiß jetzt halt nicht, was die unteren da machen. Achso, die drehen da komplett ihre Runden, alles klar. Na, da müssen wir auf jeden Fall lange warten. Hm, ich will es jetzt auch nicht riskieren. Deswegen machen wir das mal ganz langsam. Uiuiui, das wird schwer. Nee, 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 nee. Das muss irgendwie schneller gehen, Freunde. Nee, eieieiei. Ich will die Bandage da hinten. Kommen wir da vielleicht über Bandage Girl drüber? Nee. Okay, einmal versuche ich die Warp Zone noch. Ansonsten machen wir mal erst die normalen Level weiter. So, sehr schön. Einmal hier High Speed. So, einmal hier hin und dann einmal... Okay, das war eher blöd. Das war, glaube ich, ein Ticken zu schnell. Ich muss da schneller an den Viechern vorbeikommen. Das ist ein bisschen... Also, sobald die drin sind, gibt es nur Ärger. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. So Quick Save und Quick Load wäre geil. Also so Save States. Weil das ist schon heftig, Freunde. Das ist schon heftig, liebe Freunde. Aber ich glaube, das schaffen wir. Genau. Einmal hier an der Seite vorbei, dann einmal hier. Okay, das war gar nicht mal so schwer. Müssen wir einfach nur ein bisschen konzentriert rangehen, dann ist das schon machbar. Oh, wir müssen da hoch. Wie kommen wir da hoch? Achso, wir müssen einmal hier rüber. Dann einmal so, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Und einmal zu Bandage Girl. Sehr schön. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Oh ja, ja, das schaut irgendwie einfach aus, aber ich glaube, das wird uns noch die Hosen ausziehen. Oh, da hinten ist eine Bandage. Nein, okay. Hm. Das muss viel enger gehen. Das muss viel enger gehen. Nein! Hä, wir stehen da unten. Kommen wir hier wieder hoch? Ich glaube, wir müssen uns töten, oder? Ja, allen voran, weil da diese Viecher kommen. Können wir hier vielleicht irgendwo wieder nach links? Nee. Nee, 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 alles klar. Nee, das schaffen wir, glaube ich, nicht, Freunde. Puh. 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 Nein! Oh fuck, das gibt's doch nicht. Ich mach das jetzt nochmal. Oh Wahnsinn, das kann doch nicht wahr sein. Boah, fuck, das ist doch Murphys Law vom Feinsten. Das gibt's doch nicht. Na, fuck you. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Eieiei, jetzt musste ich niesen. Kleinen Moment, das muss ich mir mal notieren. 2410 in Meat Boy 004. Alles klar. Eieiei. So. Nee, damit ich das nachher rausschneiden kann, weil das war schon ziemlich laut, glaube ich. Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder krank werde. So, das war easy. Genau, einmal hier an der Seite vorbei. Dann... Sinan, warum wartest du nicht, du blöder Hund, du damischer... Ah ja, jetzt habe ich es eh verkackt. Wir gehen jetzt nochmal ganz neu rein, weil... Pelüt, Pelüt, das ist alles Pelüt. Bin da schon mal auf die Dark World gespannt. Die dürfte ziemlich ekelhaft werden.
So, kurz auf die anderen warten, alles klar. Uiuiui, das war jetzt knapp, okay. Echt mal gespannt, ob wir das schaffen. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Das schaffen wir, das schaffen wir. Gott sei Dank kein Zeitlimit, Freunde. Wir bluten hier mal alles voll, weil das so schön ausschaut. So, sehr schön. Und so hier so ein bisschen und da so. Okay, puh, das war knapp. Alles klar. Dann einmal hier links die Wand runter, okay. Dann ist er weg und dann einmal hier hoch und dann sind wir schon bei Bench Girl. Hoppala. So, alles klar. Das ist easy going, Freunde. Das ist easy going. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Okay, alles klar. Puh. So, drei Versuche. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir es. Das mit der Bandage ist zwar echt hart. Nee. Das mit der Bandage ist echt hart. Also, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann machen wir dabei mal was anderes. Weil ich glaube, das wird auch langsam ziemlich langweilig anzuschauen. So, alles klar. Ganz langsam. Okay, okay. Tut mir leid, Meat Boy, aber Bench Girl ist in einer anderen Warp Zone. Yeah, baby. Dann haben wir die Warp Zone auch geschafft, dann. Einmal weiter. 19 Sekunden ist die A-Plus-Zeit. Okay. Ah, okay. Hier waren wir ja vorhin. Da haben wir die Warp Zone geholt. Nein! Warum bleibe ich da jetzt hängen? Puh, ich habe absolut keine Ahnung, wie wir da hochkommen, hochkommen sollen, Freunde. Eieieiei. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen. So hoch können wir gar nicht springen. Müssen wir da überhaupt hoch? Oder ist Bandage Girl hier unten? Ah, Bandage Girl ist unten, alles klar. Und ich mache mir hier voll die Panik. Brauche ich mich da ja nicht mal konzentrieren. Naja gut, das war jetzt eher blöd, aber... YouTube, nochmal ganz easy going hier. Zack, zack. Und dann einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal links, einmal links. Na, da bleibe ich jetzt wieder mit dem Kopf hängen, Wahnsinn. Sag einmal, Meat Boy, willst du mich verarschen, mein Kleiner? Ja, machen wir es nochmal. Das reicht von der Zeit absolut nicht mehr für ein A+. Oh, ich bin doch heute bescheuert. Also manchmal setzt die Konzentration echt brutal aus. So, alles klar. Nee, das reicht nicht von der Zeit her. Ah, tatsächlich. A+. Gab's da noch irgendwo eine Bandage? Ich trinke mal nebenbei einen Schluck. Nee, ich sehe jetzt eigentlich keine Bandage. Wir waren sogar 7 Sekunden schneller als für A+ benötigt. Ah, das ist diese... Okay, das ist ein Laser. Ach, Freunde. Alles klar. Gab's irgendwo eine Bandage? Glaube aber nicht. Oh, wir waren ziemlich flott unterwegs. Okay, da sehe ich jetzt keine Bandage, keine Bandage. Okay, ich glaube, das war's. Juhu, nächster Level. Ah, alles klar. Okay. 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 Na, A+, alles klar. Also diese Laser sind schon knackig. Und die sind dauerhaft an, oder was? Okay. Na, das wird knackig, sobald die hier losgehen.
Ach, Freunde, da gibt's doch nicht. Dieser blöde Sinan, was macht er denn? Das Geräusch ist auf jeden Fall ziemlich nervtötend. Oh, fuck, da kriegen wir die Bandage dort. Wie kommen wir da überhaupt rein? Wo ist denn da ein Durchgang? Jetzt mal ernsthaft, wo ist denn da der Durchgang? Ah, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ach, die hören sogar tatsächlich mal kurz auf. Okay. Ich glaube, unter uns ist der Durchgang. Also unter dem Startpunkt. Ich versuche jetzt erstmal A+ und dann können wir uns hier um die Bandage kümmern. Oder schauen wir mal. Okay, alles klar. War nicht mal ein A+, Wahnsinn. Also hier links unten, da wo dieses helle Teil ist, ist glaube ich der Zugang dahin. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Und die Laser sind echt eine ganz kurze Zeit aus und dann muss man glaube ich in das Loch springen. Das ist auf jeden Fall knackig. Nee, das war eine kurze Sekunde, na, eine Viertelsekunde oder eine halbe Sekunde zu früh. Also ich hoffe, dass da der Zugang ist, weil ansonsten weiß ich da nichts. Oder wir holen jetzt erstmal wirklich A+. 16,5 Sekunden, das interessiert mich jetzt mal. Okay, eine Sekunde zu spät. Wie soll das denn gehen? Machen wir es nochmal. Ich glaube, wir müssen viel schneller hier unten runterkommen. Na, das könnte schon hinhauen. Das könnte schon hinhauen. Nee, 16,5, das wird nichts. Das gibt's doch nicht. Eieieiei, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Zurück zur Karte. Oh, ich sehe schon, wir haben 32 Minuten. Ich würde sagen, das geht weiter in der nächsten Folge, gell? Bis zum nächsten Mal. Ciao.